Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mountain Blade Warband. Wir befinden uns hier bei Uxkal, eine Stadt, die wir vor kurzem erst eingenommen haben. Da müssen wir noch so einiges tun, weil ich leider die letzte Folge ein bisschen abrupt abbrechen musste. Ihr erinnert euch. Ja, als erstes schauen wir uns mal um. Wir können hier auf den Markt gehen. Markt, Warenhandel. Ich habe hier einiges geplündert. Yay. Das muss erstmal noch zusortiert werden. Das finde ich. Verdammt. Nimm den Käse. Den Käse, leg ihn dahin. Noch ein bisschen Korn dazu. Hier können wir. Oh ja, kaufen wir. Da sollte ich mal an die Nase greifen. Das war mein Fehler. So. Nehmen wir noch ein bisschen Honig mit. Noch ein Käse. Brot haben wir genug am Start. Den Rest dürfen sie behalten. Da kümmern wir uns nicht mehr drum. Rüstungen. Haben sie irgendwelche außergewöhnlichen Rüstungen? Nein. Zumindest keine, die so gut ist wie unsere. Und, oh, verdammt. Meine Armbrust haben sie immer noch nicht dabei. Schade. Es gibt ein Turnier. Ja, zuerst werde ich mal die Garnison hier füllen. Schließlich muss die Stadt verteidigt werden. Oh ja, stimmt. Ich habe ja vergessen, noch die ganzen Leute aufzuwerten. Hatte ich mir in der letzten Folge noch kurz angesehen und gedacht, ah, siehst du, das musst du auch noch machen. So, ein paar gute Verteidiger für die Stadt, ganz wichtig. Wen könnten wir denn noch da lassen? Landsknechten, Armbrustschützen, alle drei. Elitekämpfer, alle vier, sehr schön. Ja, die drei Mamelucken können dann auch ein bisschen mitverteidigen. Meister, Bogenschütze. Sind auch alle da. Klingenschwestern bleiben da. Und die Wachen bleiben auch da. Ja, das muss erstmal reichen. Dann schaue ich noch schnell in der Schenke nach. Hier in der Schenke könnte ich mir unter anderem noch ein paar Fernkämpfer mitnehmen. Sehr schön. Genau das, was ich brauche. Und ich mache das Turnier mit. Ich kann Turnieren nicht widerstehen, das wisst ihr. Kämpfen wir in der nächsten Runde. Gut, beritten, ja, allerdings hätte ich hier doch ganz gerne die Lanze gehabt. Einfach nur, um zu sehen, wie gut ich damit bin. Oder noch bin. Na, Pferd, dreh dich. Ja, jetzt habe ich zwei Gegner, nee, drei Gegner noch da. Jetzt habe ich zwei Gegner. Und das Problem ist, ich kann sie leider nicht alleine bekämpfen. Jedenfalls nicht sehr gut. Ah, kommt näher. Ha! Achso, das war nur das Pferd. Aber es hat gereicht. Na, komm her. Ha. Ja, toll. Ich mache gerade ein armes Pferd tot. Das will ich gar nicht. Ich will dem Pferd doch nichts tun. Das hat doch nichts damit zu tun, dass ich hier, ja? Ach, schade, ist am Pferd. Das kann doch wirklich nichts dafür. Ja. Das war der Sieg. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, der schmeißt mich noch vom Pferd. Auf in die nächste Runde. Lass meine Männer mal vor. Ja, sehr gut. So löst sich das Problem. Der eine beschäftigt, der andere schlägt zu. Das machen wir echt gut. Gutes Team. Kann ich mich nicht beschweren. So, wer ist denn noch dabei? Hey, da ist ja noch richtig viel da. Los, Kleti macht noch mit.
Kratos und Drenton, zwei Profisportler sozusagen. Oh, wir kriegen das große Schwert, das ist schön. Irgendwie hängt momentan meine Maus so ein bisschen. Die will nicht so, wie ich wohl will. Aber muss sie auch nicht. Mein Team ist echt stark. Hoho. So, platzieren wir nochmal eine Wette. So sei's. Ja, tja, Kleti hat es nicht in die nächste Runde geschafft. Und hier das Duell 1 gegen 1. Hey, der hat abgewehrt. Wie gemein. Jawohl, das war auch das. Ja, noch eine Klingenschwester ist dabei und dann noch zwei Profikämpfer. Es werden immer schöne 1 gegen 1 Duelle ausgetragen. Oh, der hat es voll auf meinem Pferd abgesehen. Ja. Er wollte unbedingt den Reitervorteil haben. Ja, und schon hat sich viel falsch manövriert. Komm her. Stell dich, du Hund. Oh, wir werden sogar besser mit der Einhandwaffe. So, bleib stehen. Stell dich deinem verdienten Ende. Ha! Der Drenton, der scheint wirklich gut zu werden. Platzieren wir nochmal eine Wette. Radus, der Nächste. Wir haben es also immer mit diesen Topkämpfern zu tun. Ich treffe immer das arme Pferd. Aber es kann nützlich sein. Ja, das arme Pferd musste ich zwar leider auch ein bisschen hauen, aber es ging dann auch so. Puh. Das wäre geschafft. Gut. Spaß haben wir gehabt, wir können weiterreiten. War das tatsächlich die letzte Stadt von Badien? Hey, super. Würde ich sagen, reiten wir mal nach Hause, oder? Moment, haben wir noch irgendwelche... Ja, Swadin existiert noch, das ist aber nicht mehr lange so. Also, würde ich sagen, reiten wir erstmal ein bisschen durch die Gegend und versuchen, die letzten swadischen Fürsten einzufangen. Die flüchten sich hier in einen Zweikampf, in der Hoffnung, dass wir uns nicht einmischen. Pech gehabt. Ach, schöne Ebene, wundervoll. Klein, hügelig, so recht angenehm zu kämpfen. Man sieht den Feind, nicht so viele Wälder dazwischen. Also
ich habe meinen Feind besiegt. Der Rest ist nur noch Zugabe. Aber ich glaube, zu einem weiteren Gegner komme ich nicht mehr. Das ist. Hat sich gleich erledigt. Schön. Gute Armee. Perfekt gelöst. Ja, er bedankt sich für unsere Hilfe. Der andere konnte zwar noch entkommen, aber boah, das ist jetzt nicht so tragisch. Befreiten werden wir natürlich einstellen, ist ja klar. Und er darf seiner Wege trotten. Ja, soll sich ein anderer nehmen. In Gutland. Den wollen wir als nächstes haben. Sieht doch nicht so aus, als würden wir irgendwo Belagerungen erleiden müssen. Sich hier vielleicht irgendwo noch versteckt? Nein? Toll! Wir haben gleich das nächste Reich aus von der Karte getilgt. Ha! Er hat sich auch versucht, in einen Zweikampf mit einem anderen Fürsten zu schleppen und zu verstecken. Konnte es aber nicht. Jetzt können wir uns über ihn her machen. Sehr schön. Die meisten sind schon besiegt. Oh, das geht einfach sehr, sehr schnell im Moment. Woran das wohl liegt, dass wir jetzt im Vorbeireiten den Feind quasi in Grund und Boden stampfen. Weil vielleicht keine geordnete Heeresführung mehr da ist. Wie auch immer. Er freut sich darüber, dass wir ihm geholfen haben. Er ist ein Gefangener. Ich werde ihm trotzdem die Freiheit schenken. So, und hier können wir nochmal ein paar Leute befördern. Das sollten wir auch regelmäßig tun. Sehr schön. Ja, Müll. Den kann jemand anders haben. Das will ich alles nicht. So, mit hinbewegen. Hallo mein Freund, ich wünsche mir, dass du alle wieder nach Hause schickst. Solange wir keinen Kriegsgegner haben, uns nur noch auf die Verteidigung besinnen müssen, schick sie alle nach Hause. Währenddessen werde ich hier selber nach Hause reiten. Ja, nach Halmar hingehen, sehr schön. Das hat für mich nämlich den glorreichen Vorteil, dass ich auch die Dörfer so langsam unter das Volk verteilen kann. Und vor allem diese ganzen Fürsten, die sich jetzt mir anschließen, die könnte ich dann auch unter Eidestreu nehmen. So. Das Gute ist, es wurden Feinde in der Nähe von Nara gesehen. Das heißt, wenn ich dahin reite, bin ich auf jeden Fall richtig unterwegs. Lanzenreiter. Schwertkämpfer. Gut. Perfekt. In der Zwischenzeit könnte ich hier auch meine Dörfer aufsuchen und ein bisschen Rekrutierungen vornehmen. Freiwillige, sehr schön. Das Brot kaufe ich euch ab, weil ich ein netter Mensch bin. Und dann falle ich noch kurz über die Waldbanditen her, damit die nicht allzu viel von meinem Land hier aushungern und verwüsten können.
Auf die Entfernung Kopfschuss erzielen, ist es gar nicht so einfach. Habe ich ja richtig Glück gehabt. Da sind ja noch welche. Ha! Schade, 40 Schaden reicht nicht aus, um einen Waldbanditen zu töten. Ja, etwas mehr reicht dann aber. Ja, da kann ich nicht hinschießen. Da steht einer von uns rum. Was toll ist, Allein und Katrin machen ordentlich Schaden und fällen sehr, sehr viele von diesen Waldbanditen. Das heißt, die können vielleicht auch bald in die nächste Stufe aufsteigen. Ja, da kann ich wieder nicht helfen. Tut mir leid. Jetzt sehr gern probiert, aber ich schieße nicht ins Kampfgetümmel. Wenn ich das mache, fällt einer von euch um und ich bin schuld. Ach, da oben. Ich suche schon. Wo lungert der Feind nur rum und auf wen schießt meine Verbündeten die ganze Zeit? Den nehme ich nichts. So, da oben. Hinter den Bäumen wahrscheinlich. Ah, tatsächlich. Ach, wirklich. Ah, endlich. Ein Treffer. Sehr schön. Merkt man eigentlich, dass ich gerade mich mehr hauptsächlich mit dem Erschießen der Leute da oben beschäftige und nicht mit dem Typen, der auf mich einhackt? Auch nicht nötig. Die fallen echt schnell um. Noch einer. Und nicht wo? Ah, da. Ja, das war der Sieg. Trauben. Die kommen sofort hier zu unserem Fressnapf. Jeder Rüstung den Rest darf ein anderer haben. Mir egal. Ich musste nur diese Verbrecher loswerden. So, nach Burglen gehen wir noch und versuchen einfach mal unsere... Oh, Fürst Nuvas, der macht Stress. Ja, ich versuche jetzt einfach mal die ganzen fehlenden Soldaten wieder aufzufüllen. Ah. Sind tatsächlich noch mehrere von diesen Fürsten unterwegs, die uns versuchen Ärger zu machen. Aha, ich habe ein bisschen an Herrschaftsrecht verloren, weil ich wahrscheinlich den Streit, den ich schlichten wollte, nicht geschlichtet habe. Ich habe es nicht ganz gesehen. Ging ein Tick zu schnell. Na gut, ich meine, was soll's. Herrschaftsrecht verdiene ich mir im Moment, damit, dass ich mir alle Städte aneigne und die Burgen gut verteile. Ich schaue noch ganz schnell in Dirum vorbei. Vielleicht finde ich da den Lösegeldhändler. Der könnte mir mal die ganzen Gefangenen abnehmen.
Oh, Schwertkämpfer können wir auch ein paar gebrauchen. Hier nehme ich noch ein bisschen Infanterie mit. Ein Bogenschütze kann man aufwerten. Und die ganzen Rekruten werden erstmal zu Milizern. Ich fühle mich so ein bisschen verlassen hier in der Gegend von Dirim. Ich habe keinen gesehen. Nichts und niemand läuft hier rum. Echt ein bisschen dünn. Ja gut, ich nehme die Reiterei mit, weil ich Soldaten gebrauchen kann, aber im Prinzip kann ich es auch vielleicht wieder rausschmeißen. Kavallerie, da schicke ich mal 5 weg, passt schon. Hinbewegen. Also noch die ganzen anderen Fürsten, die jetzt auch mehr oder weniger Richtung Hauptstadt reiten oder zumindest ins Hinterland, wo sie ihre Dörfer und so weiter zu verpflegen haben. Das sind schön große Truppen. Bin nur gespannt, ob wir auch irgendwo tatsächlich mal herausgefordert werden oder ob nur noch ein paar Dörfer geplündert werden. Nichts Interessantes. Oh, halt. Noch gehört das Dorf mir, also setzen wir hier noch eine Schule ein. Auch völlig unnötig, weil ich wollte die Dörfer ja eigentlich wieder abgeben an Leute, die nichts haben. Oder nicht allzu viel. Oder einfach nur wenig. Ja, hier hat sich wieder jemand von Swadin abgekapselt. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Ja, wunderbar. Das bewegt sich alles so in die eine Richtung, dass Swadin aufgelöst wird. Na, ist einer von euch ein Lösegeldhändler? Nein, aber Armbrustschützen. Nehme ich mal mit. Hier kann ich noch ganz schnell ein großes Fest schmeißen für unsere, ja, wundervolle Tat des Vertreibens des Swadischen Reiches. Und wir nehmen einfach noch ein paar Träubchen mit, weil die sich so schnell aufzehren. Yam, Träubchen. Und wiederum keine Belagerungsarmbrust für mich und die Rüstungen werden auch nicht besser. Was könnten wir noch machen? Achso, ja, wo ich schon gerade in Halmar bin. Einmal zur Burg spazieren. Den Schwur akzeptieren. Den Schwur akzeptieren, den habe ich freigelassen, das weiß ich noch. Nu was? Ja, der ist, glaube ich, schlecht gelaunt. Dem fehlt irgendwas. Da muss ich was tun. Noch ein Schwur akzeptieren. Noch einer. Den hatte ich schon. Wie sie sich hier so alle um mich scharen. Als wenn ihnen keine andere Wahl bliebe, aber die haben eigentlich eine andere Wahl. Mathilde! Ne, Mathild heißt sie ja. Hallo Mathild! Kann ich mein Land besser zusammenschweißen? Mir fällt im Moment nichts ein, das ist gut. Ich möchte ein paar Lehen vergeben. Fangen wir mit Ilip an. Du was, da ist er. Der kriegt doch gleich mal was. Ist er besser gelaunt? Dann brauche ich noch bei Reich und Mathes was. Okay. Der Reich, der will immer mehr. Ja, nehmen wir mal das hier. Reich, sehr gut.
Belia. Jetzt auch angefressen. Na gut, das wird eigentlich sich immer so nach unten schrauben. Die werden immer schlechter gelaunt. Habe ich ihn übersehen, den Belier? Ja, ich habe ihn übersehen. Ah, da ist er. Ja, da ist wieder nur was angepisst und Reiches angepisst und ja gut, ich gebe euch gleich gar nichts mehr. Wem könnte ich noch was geben? Und vor allem was? Irrigun, damit der zufrieden ist. Vielleicht kann ich ja ein paar von denen ein bisschen geschickt an mich binden. Glaube ich aber jetzt nicht dran. Freude, Freude. Er hat noch nichts gekriegt. Ich glaube, Hivan. Benzin kann ich noch abgeben an Iria. Wenigstens einer, der ein bisschen Sympathie für mich hat. Dürfen Dörfer verwalten. Egal wer es ist, die kriegen Dörfer, vielleicht mal Burgen. Geralt, hier. Wie sieht's aus? Der freut sich noch nicht mehr drüber. Ich glaube, der war schon so erpicht drauf, mir zu dienen, dass es ihm gar nicht mehr besser gehen kann. Knudda! Ich glaube, die habe ich mal schon was gegeben. Ich krieg's trotzdem noch ein Dorf dazu. Haben wir noch? Hier haben wir noch ein Dorf. Das können wir auch noch weitergeben. Ich glaube, den Delgan sollte ich auch mal was geben. Der ist bei jeder Variante immer übergangen worden. Delgan, da. Ja, da freut er sich. Oh, Belia, der fliegt raus. Ist mir egal. Vasallen des Verrats anklagen. Der fliegt jetzt einfach mal achtkantig raus. Da zwar einen ganzen Brocken an Leuten hinten dran gezogen, aber das ist mir egal. Der fliegt jetzt aus meinem Reich. Das hat sich so, hat er sich so verdient. Hat sich über alles geärgert. Immer wenn ein anderer mal ein bisschen was kriegt, ärgert er sich, obwohl er selber genug abgestaubt hat. Okay. Doru kriegt auch mal noch was. Der hat sich auch die ganze Zeit beschwert. So, gut, da bist du. Da geht ihm schon viel besser. Matthias. Matthias. Ich glaube, den Matthias gebe ich auch nochmal. Matthias. Wo ist er denn? Da ist er, Matthias. Dann geht es ihm wieder besser. Nu, was ist hier auch schon wieder am Quengeln? Können wir noch ein paar Dörfer weggeben? Nu, was der wieder gequengelt hat. Gebe ich aber ihm was, dann quengeln die nächsten. Das ist Teufelskreis. Ich gebe die Dinger jetzt erstmal alle einfach mal so schön weg. Ganzen Dörfer. Wenn einer aufmüpfig wird, kann er ja weggehen. Und sich einem anderen Königreich anschließen. Das ist mir dann ziemlich egal. Kuglin, das ist das letzte Dorf, was ich noch habe. Sehr schön. Das kriegt der Herr Lackhem. Wunderbar. Das wäre für den Moment alles. Ja.
Also, werden wir jetzt erstmal unsere Truppen neu rekrutieren, ausbilden, mal wieder. Und wenn wir damit fertig sind, hoffentlich in einen neuen Krieg stürzen, weil Swardin ist keine Herausforderung mehr und wahrscheinlich nicht mehr lange auf dem Plan. Das werden wir aber erst wieder später in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.